Vielen Dank, Tina Dausser, und herzlich willkommen auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestags. Ja, in der Tat, wir können das, was wir nachher ab 9 Uhr im Plenum erleben, auch noch mal kurz verbinden mit dem, was wir gestern schon erlebt haben im Plenum, in der Generaldebatte, als das Thema Energieversorgung, Energiesicherheit und Energiekosten ja auch schon ein großes Thema gewesen ist, im Rededuell unter anderem zwischen Oppositionsführer Merz und Regierungschef Scholz. Da ging es ja auch schon ziemlich munter zur Sache, und wir werden dieses Ganze hier genauso munter noch ein klein wenig vertiefen. Und deswegen freue ich mich, dass heute Morgen bei uns sind Julia Verlinden, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und Jens Spahn ist bei uns, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Guten Morgen. Frau Verlinden, ich habe zwei allgemeinere Einstiegsfragen. Was ist eigentlich so dramatisch daran, oder was wäre so dramatisch daran zu sagen, wenn wir auf die Energieversorgung gucken und wie wir die in dieser schwierigen Lage bewältigen? Wir lassen die Atomkraftwerke einen begrenzten Zeitraum noch mal weiterlaufen, bleiben aber beim Atomausstieg. Die Debatte wäre abgeräumt. Sie hätten in der Koalition wahrscheinlich deutlich weniger Stress, und es gäbe eine, na, sagen wir mal, eine klare Perspektive für, sag mal, maximal 2 Jahre. Die Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie, und deswegen haben unter anderem auch Jens Spahn und alle anderen damals 2011 den Ausstieg erneut beschlossen. Und das ist auch richtig so. Wir müssen raus aus dieser gefährlichen Energieerzeugung. Und es macht einen Unterschied, ob wir im Augenblick alles daran setzen, dafür zu sorgen, dass die Netze stabil bleiben. Und dafür leistet eben die Atomkraft kaum einen Beitrag. Das heißt, was wir im Augenblick tun müssen, ist, uns genau anzuschauen, was getan werden muss, um eben auch die Last gut zu verteilen. Und vor allem muss man auch noch mal dazu sagen, was diesen Stresstest angeht, nur unter ganz bestimmten schlimmen Annahmen werden wir überhaupt nur in eine Krisensituation kommen. Also die Versorgungssicherheit ist gewährleistet in Deutschland, und es ist nicht damit zu rechnen, dass wir einen Strommangel erleiden müssen. Also insofern ist es ein guter Weg zu sagen, wir tun alles, um da sicher jetzt auch durch den Winter zu kommen. Und die Atomkraft ist nun mal keine sichere Technologie. Wir gucken uns ein, zwei Punkte da gleich im Anschluss noch mal ran. Sie haben ja auch eine ähnliche Einstiegsfrage. Was wäre so dramatisch daran, auch mal zu sagen, okay, wir haben für den Atomausstieg gestimmt, wir haben für den Kohleausstieg gestimmt, und wir haben in den vergangenen Jahren einfach viel zu wenig für die erneuerbaren Energien gemacht? Höre ich nicht so häufig aus Ihren Reihen. Nun, zuerst, Herr Schärf, die erneuerbaren Energien haben sich verzehnfacht in den letzten Jahren in ihrem Anteil an der Energieerzeugung. Ich akzeptiere, dass noch mehr passieren soll, aber es ist viel passiert. Aber wir sind ja jetzt in einer anderen, Lage. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Krisenlage, und wir haben ja jeden Tag Strommangel. Höchstpreise an den Strom- und Gasmärkten entstehen, weil Mangel ist. So ist der Markt in Deutschland und in Europa. Der Strombedarf ist riesig. Und in einer solchen Krise, in einer solchen Ausnahmesituation muss man doch, müssen wir doch in der Lage sein, noch mal zu schauen, sind wir hier gerade auf dem richtigen Weg. Wir sollten alle Formen der Energieerzeugung, jede Kilowattstunde, die geht, nutzen. Dazu gehört Biogas, dazu gehören Kohlekraftwerke, dazu gehören sichere, die deutschen Kernkraftwerke sind nur wirklich sicher und verlässlich, sichere Kernkraftwerke. Und hier geht es darum, die Laufzeit für die nächsten 2, 3 Winter zu verlängern. Es geht nicht darum, einen Ausstieg zu machen, sondern in der Krisenlage Stromproduktion für Deutschland zu sichern. Und das scheint mir doch eine richtige, wichtige Entscheidung, die leider nicht getroffen wird. Ganz kurz zurück zu meiner Frage. Alles richtig gemacht in den letzten 3, 4 Legislaturperioden? Das habe ich nicht gesagt. Das war auch im Übrigen nicht Ihre Frage. Wir haben in Deutschland gemeinsam, ist übrigens nicht nur ein Thema der Union, weil ich immer die letzten 16 Jahre höre, was aufzuarbeiten, wie wir in diese große Abhängigkeit von Russland, von russischer Energie geraten konnten. Nord Stream 1 wurde von Rot-Grün, Schröder, Fischer, Trittin entschieden. Wir sind diesen Weg, ja, auch weitergegangen. Wir sind aus Kerne- und Kohleenergie auf dem Ausstiegsweg. Und jeder wusste, steht übrigens auch im Koalitionsvertrag der Ampel aus Dezember noch drin, Gas ist dann die Brücke hin zu den Erneuerbaren. Auch nach dem Koalitionsvertrag der Ampel hätten wir mehr Gaskraftwerke und damit mehr russisches Gas gebraucht. Also ich akzeptiere unseren Teil, aber ich habe schon den Eindruck, das war ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Sie haben eben gesagt, Frau Verlinden, die Energiesicherheit sei gewährleistet, ja. die Netzsicherheit, da gäbe es überhaupt gar keine Probleme. Die Netzbetreiber haben das nach dem Ergebnis des Stresstests anders gesagt. Sie haben gesagt, sie hätten sicherheitshalber dann doch die Atomenergie noch dabei.
Ich muss da korrigieren. Ich habe gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in ein Krisenszenario kommen, wo die Netzstabilität nicht gewährleistet ist. Es hängt von ganz vielen verschiedenen Dingen ab. Aber das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja. Das ist richtig. Und genau deswegen ist ja auch der Vorschlag von Robert Habeck, dass wir die drei im Augenblick noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke in eine Notfallreserve schieben, dass wir sie wie geplant am 31.12. abschalten, wie es der Atomausstieg vorsieht. Und dann für den Fall der Fälle, dass diese unwahrscheinliche Lage eintritt, dass sie doch noch gebraucht werden sollten, dann können wir sie wieder ans Netz nehmen. Das ist der Vorschlag, der gerade auf dem Tisch liegt. Wir reden über 6% Anteil am Strommix, glaube ich, maximal. Warum muss es unbedingt Atomstrom sein, Herr Spahn? Warum nicht alternative Energien, erneuerbare Energien weiter ausbauen? Nun, wir stehen vor einem Winter, vor einem wahrscheinlich sehr harten Winter. Das wissen Sie auch nicht. Doch. Das ist jetzt schon wettertechnisch, meine ich. Winter ist jedenfalls kälter als Sommer. Das, glaube ich, können wir immer noch festhalten. Und deswegen werden wir Strom und Gas mehr brauchen noch als im Sommer. Wir haben jetzt schon Höchstpreise. Ich habe auch diesen Stresstest nicht verstanden. Wir haben jeden Tag Stresstest. Familien, Handwerker, Pflegeheime wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Und deswegen sind 6% der Stromerzeugung kein Gamechanger, die ändern nicht alles, aber ein wichtiger Beitrag, wie Kohlekraftwerke, wie Biogas. Der Wirtschaftsminister sagt jeden Tag, jede Kilowattstunde zählt. Damit begründet er Duschtipps, Einsparverordnungen. Wenn aber jede Kilowattstunde zählt, zählt auch jede aus dem Kernkraftwerk. An den Preisen würde es nichts ändern, Doch. Das ist eine dieser dieser Geschichten, die gerade erzählt werden. Natürlich würde es was ändern, weil umso mehr, deswegen wird ja auch zum Beispiel die Kohle zurück ans Netz geholt, umso mehr andere Energieformen wir ans Netz holen, desto öfter entsteht, der Strompreis wird ja jede Viertelstunde gemacht, und desto öfter entsteht eine Situation, eine Preisbildung, wo Gas keine Rolle spielt. Klar, es wird auch Stunden geben, Viertelstunden geben, wo das Gaskraftwerk den Preis immer noch bestimmt. Aber umso mehr Energie wir vorher mit anderen, auch mit Erneuerbaren, aber auch Kernkraftwerken erzeugen, desto weniger oft. Und damit wird der Durchschnittspreis sinken. Das ist so an den Märkten. Ja. Da haben Sie mit dem Kopf geschüttelt. Ja, genau, weil wir haben jetzt gerade am Wochenende hat der Koalitionsausschuss getagt und zahlreiche Maßnahmen verabredet, um die Preise auch auf dem Strommarkt zu stabilisieren bzw. zu senken, soweit es geht. Dazu werden gerade auch europäische Gespräche geführt, weil das wichtig ist. Wir haben einen europäischen Strommarkt und da macht es keinen Sinn, wenn Deutschland Alleingänge macht. Zumindest sollten wir es versuchen, gemeinsam zu lösen. Und wir haben zahlreiche Maßnahmen auch verabredet in der Ampel umzusetzen, um auch Menschen zu entlasten bei den hohen Energiekosten. Und ich finde wichtig, an der Stelle noch mal darauf hinzuweisen, was wir da alles tun, was wir insbesondere auch tun, um mehr erneuerbare Energien an den Markt zu bringen. Und da gibt es natürlich jetzt sehr viel aufzuholen von den letzten Jahren, wo der Ausbau leider nicht so gut vorangegangen ist. Und das müssen wir jetzt alles mit Hochdruck quasi korrigieren von der Vorgängerregierung. Und da sind wir dran. Und wir haben zusätzlich auch, finde ich, noch Sie haben das Thema Energiesparen angesprochen, eine Option, die wirklich sehr viel bringt und vor allen Dingen auch bei den Preisen einen großen Unterschied macht. Es ist für mich wirklich nochmal wichtig zu betonen, dass wir sehr, sehr viel Geld im Augenblick aufwenden, um Menschen dabei zu unterstützen, Häuser energetisch zu sanieren. Denn das ist doch die Ursache des Problems. Das ist doch die Ursache. Das wird ja für den nächsten Winter nicht helfen. Na, aber das passiert ja schon seit Monaten, dass die Nachfrage dazu steigt. Okay. Ja, die Nachfrage nach energetischer Gebäudesanierung, ja, die macht aber einen Riesenunterschied. Und deswegen ist es auch gut, dass wir das Problem an der Wurzel packen. Denn genau das hat uns ja in diese nicht nur die Abhängigkeit von russischen Energieimporten hat uns eine schwierige Lage gebracht, sondern auch, dass die Gebäude seit Jahren, Jahrzehnten mehr Energie verbrauchen als nötig. Und das heißt, insbesondere die alten, ineffizienten Gebäude sorgen dafür, dass Menschen hohe Heizkosten haben. Und da sind große Potenziale und da müssen wir jetzt ran. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Input. Wie viel günstiger wird meine Kilowattstunde Strom, wenn diese Atomkraftwerke tatsächlich weiterlaufen würden in dem Umfang, wie Sie es sich vorstellen? Das kann man so natürlich auf den Centpreis nicht sagen. Aber eines ist eben klar, es ist Marktwirtschaft, umso größer das Angebot, desto geringer der Preis. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, stimme ich absolut und aus Überzeugung zu, keine Alleingänge, europäisch abgestimmt. Alle unsere europäischen Nachbarländer bitten uns, die Kernkraftwerke am Netz zu lassen, weil es ja nicht nur um die deutsche nationale Netzstabilität geht, sondern auch um die europäische. Alle
sagen, bitte produziert so viel Strom, wie es geht. Wir brauchen ihn in Europa. Und Deutschland geht da einen unsolidarischen Alleingang bei diesem Thema. Habt ihr doch noch mal einen Punkt, weil preisbestimmend werden ja weiterhin die Gaskraftwerke auch dann, sein. Wenn sie also auch wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen, wird ja über die Gaskraftwerke der Preis bestimmt für den Strom. Nein. Und da sagten Sie vorhin, das sei eine Mehr. Ja, nur dann, wenn die Gaskraftwerke benötigt werden. Wir haben ja nicht den ganzen Tag zu jeder Viertelstunde denselben Strombedarf in Deutschland, sondern der steigt und sinkt. Der ist mittags höher als Mitternacht. Und umso öfter Momente entstehen, wo die Gaskraftwerke nicht gebraucht werden, weil die anderen so viel produzieren, wird eben auch dann nicht der Strom da gesetzt, zumal die Gaskraftwerke die Wärmekopplung machen, die gebraucht werden also für die Wärme auch, gar nicht so mit in den Preis mit einberechnet werden. Also es ist nicht ganz so einfach, auch beim Strompreis, wie uns das gerade gelegentlich erzählt wird. Möglicherweise sind es ein paar ganz wenige Minuten im Monat. Ja, die Frage ist ja immer, die Atomkraftwerke produzieren Grundlaststrom und die Gaskraftwerke werden flexibel eingesetzt. Insofern ist es einfach auch schwer vergleichbar. Sie laufen aber die Gaskraftwerke laufen nicht durch, haben Sie ja eben selber gesagt. Ja, Im Moment müssen Gaskraftwerke so viel Gas verstromen wie nie zuvor, selten zuvor. Das ist doch, in der Krise verstromen wir Gas jeden Tag. Ich will nur einfach darauf hinweisen, Sie haben halt eine andere Perspektive darauf, ob wir eine Hochrisikotechnologie einsetzen oder ob wir alle anderen Optionen, die uns zur Verfügung stehen, mehr erneuerbare Energien, auch aus den jetzt schon stehenden Anlagen rausholen. Ja, das tun wir. Wir haben jetzt ein Energiesicherheitsgesetz, eine Reform auf den Weg gebracht. Nein, das ist jetzt das 20., 30. Gesetz, was wir im Energiebereich jetzt beschließen werden in den nächsten Wochen. Also wir haben zahlreiche Rahmenbedingungen verbessert, um mehr erneuerbare Energien ans Netz zu kriegen und auch aus den laufenden Anlagen mehr rauszuholen. Biomasse haben Sie angesprochen, auch das ist auf den Weg gebracht. Und es geht darum, dass wir zusätzlich Energieeffizienzpotenziale nutzen. Und all das sind Dinge, die wir tun und die auch erfolgreich einen Beitrag leisten und in der Summe ausreichen werden, um die Situation im Winter zu gewährleisten. Und falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, das doch nicht, dann ist der Vorschlag der Reserve auf dem Tisch. Was ist Ihr Modell, Strompreise dauerhaft zu stabilisieren oder sogar zu senken? Erstmal so viel Angebot wie möglich, also alles ans Netz, was geht. Zum Zweiten die Rücklagen des EEG-Kontos zu nutzen, um Netzentgelte und Stromsteuer fürs nächste Jahr zu senken oder ganz aufzuheben. Und zum Dritten verlässlich ein Strom-, ein Gasgrundbedarf für jeden Haushalt. Der ist geplant, aber keiner weiß im Moment, wann der startet, zu welchem Preis. Keiner kann planen für den Winter und das ist ein Problem. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gestern diverse Vorschläge gemacht. Mhm. Welche halten Sie für realistisch, was die Umsetzung angeht innerhalb der nächsten Zeit? Deckelung, Gaspreisdeckel für russische Gasimporte, Reduzierung von Stromverbrauch in Zeiten hoher Nachfrage. Also das Lastmanagement ist ein ganz wichtiger Teil und das passiert ja auch schon auf dem Markt. Also insofern ist das auf jeden Fall etwas, was wir auch verstärkt einsetzen werden. Aber zusätzlich finde ich eben auch wichtig, dass es gut ist, dass Europa sich gemeinsam auch verabredet hat, deutlich Gas auch einzusparen. Julia Verlinden, vielen Dank. Auch Jens Spahn, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ich bin ein bisschen irritiert, wie Sie gemerkt haben, weil ich irgendwie von drinnen schon Applaus gehört habe. Aber die Uhren hier in der Lobby zeigen noch 9:01. Ich würde sagen, Sie verlassen mich ganz fix, damit Sie im Plenarsaal sind. Irgendwie, also wir haben es versucht irgendwie, und da ist ja immer noch vor 9. Und es klingelt auch jetzt erst im Hintergrund. Also etwas ungewöhnliche Situation. Vielen Dank, dass Danke Sie da Ihnen. Waren und bis zum nächsten Mal. Und wir schauen direkt in den Plenarsaal rein, meine Damen und Herren.